Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Bauhaus Workshop. Wir zeigen euch heute, wie man eine alte Haustür ausbaut und eine neue wieder einsetzt. Viel Spaß! Oh oh, ich sehe schon, die Tür ist bei dir unten durch. Ja, also ich würde sagen, das letzte Stündlein hat geschlagen. Okay. Also diese Tür ist total verschlissen. Ich hätte gerne hier was, was ein bisschen schöner ist. Mhm, ja. Gut. Was auch dafür sorgt, dass uns hier nicht mal zufällig nachts einer in der Bude steht. Ja. Und dass es auch wirklich schön warm ist im Haus. Es gibt ja verschiedene Varianten. Wir entscheiden uns für eine Aluminiumtür. Die ist einfach sehr, sehr stabil. Du hast eine riesen Farbauswahl, ne, was super ist. Die ist UV-beständig und eine Aluminiumtür ist auch einfach wesentlich wertiger als so eine Kunststofftür und sie ist wesentlich besser wärmegedämmt. Spricht alles für die neue Haustür. Ganz genau. Ich messe und du schreibst auf. Okay. Gut. Susanne, guck mal. Ich nehme hier zwei Gliedermaßstäbe. Damit kann ich das nämlich exakt messen. Da kommst du auch genau bis in die Kante. Sehr cool. Richtig, also ich habe hier 1 Meter und 9,7 Zentimeter. Okay. Es ist entscheidend, nicht nur die alte Tür auszumessen, sondern sich ausreichend Zeit für ein präzises Aufmaß zu nehmen. Zuerst messen wir die Breite der Türleibung an 3 und die Höhe an 2 Punkten. Von den ermittelten Maßen ziehen wir dann noch die sogenannte Einbauluft ab. So kommen wir auf das Bestellmaß. Die Einbauluft dient als Sicherheitsabstand, um kleine Korrekturen während der Montage vornehmen zu können, wenn die Tür nicht perfekt ausgerichtet ist. Außerdem wird diese Luft benötigt, um später den Anschluss zwischen Rahmen und Mauerwerk mit Multifunktionsband oder auch Schaum zu dämmen. Andernfalls hätten wir eine Kältebrücke. Wie viel Einbauluft eingeplant werden muss, hängt von der jeweiligen Tür ab und liegt zwischen 10 und 20 mm. Messen solltet ihr die Leibung an deren Innenseite, also hinter der Tür. Zusätzlich solltet ihr aber auch die Außenmaße prüfen, um einen möglichen Versatz innerhalb der Leibung festzustellen. Versatz heißt, die Leibung ist außen schmaler als innen, quasi eine Kante in der Leibung. Haben wir keinen Versatz, dichten wir nur mit einem Multifunktionsband ab. Hat unsere Leibung einen kleinen Versatz, stößt der Türrahmen daran an und wir benötigen zusätzlich zum Multifunktionsband ein passendes Kompriband für die Fläche des Türrahmens, die an den Versatz anstößt. Bei einem größeren Versatz von mehr als 6 cm empfehlen wir die Verwendung eines Verbreiterungsprofils. Ist das bei euch der Fall, dann lasst euch am besten im Bauhausfachzentrum beraten. Okay, dann jetzt das gleiche Spiel nochmal von innen. Wieder 1 Meter und 13,3 cm unten. Okay. Wir haben in der Mitte, 14,3 cm. 114,3. Mhm. Okay, und oben 14,2. Okay. Ja? Gut. So, und dann brauche ich jetzt noch einmal das Maß von der Schwelle bis zum Sturz. 2 Meter und 22,8. Mhm. Und auf der anderen Seite 2 Meter und 22,8. 22,8. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Maße, die wir brauchen. Ja, und erfreulicherweise weichen die Maße zum Beispiel hier für die Innenbreite auch gar nicht so weit voneinander ab. Mhm. Wir orientieren uns aber für die Bestellung an dem kleinsten Maß. Dann können wir jetzt eigentlich die Tür bestellen, oder? Genau. Na gut. Jetzt noch kurz weg vom Allgemeinen hin zu unserer Situation. Unsere Leibung hat einen Versatz, also oben und an beiden Seiten eine Kante. Sie ist außen 2 cm schmaler als innen. Wie schon der alte Rahmen, wird auch der neue Türrahmen an diese Kante anstoßen. Bevor ihr anfangt, checkt bitte, ob ihr auch wirklich alles vor Ort habt. Eine komplette Material- und Werkzeugliste findet ihr hier unter dem Video. Und jetzt viel Spaß! Schaut mal, ich habe hier so einen Querschnitt von unserer Tür, die wir einbauen. Da kann ich euch mal den Aufbau erklären. Und zwar haben wir hier eine thermische Trennung. Die haben wir sowohl im Rahmen als auch unten in der Schwelle drin. Dann haben wir hier einen Carbonrahmen, der für eine sehr, sehr hohe Stabilität sorgt. Und dann haben wir hier noch eine Wärme- und Schalldämmung. Und das Ganze ist sogar KfW-förderfähig.
Sag mal, spielst du hier schon wieder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gecheckt, ob wirklich alles Werkzeug da ist. Und schau mal, was noch da ist. Unsere neue Tür. Sehr cool. Das einzige Problem ist, die alte Tür ist noch drin. Ja, und das wird jetzt der spannende Teil, weil diese neue Tür, die werden wir mit so einem Betonrahmenschrauben einsetzen. Okay. Da wird einfach der Rahmen direkt am Mauerwerk verschraubt. Ist eigentlich ganz einfach. Genau, aber die alte Tür, da kann es jetzt sein, entweder ist die mit Schrauben und Dübeln eingesetzt. Oder manchmal hat man das früher auch gemacht mit Mauerankern, die ganz tief im Mauerwerk eingesetzt sind. Bei der Demontage kann Putz abbröckeln, daher schützt am besten euren Flur mit Malervlies und klebt alles großzügig ab. Dann nehmen wir jetzt die Tür raus, nehmen hier die Bolzen raus und einmal sicher mit dem Keil. Genau, sichern und entlasten. Mhm. So. Was hast du? Genau. Na, Handschuhe anziehen. So. Guck mal, ich halte dir das hier mal. Ja. Nummer 1. So, es liegt unten. Ja. Und 2 und der letzte. Jetzt musst du. Warte richtig. Mal, ich komme mal hier mal. Dass der hier nicht nach vorne rausfällt. Hast du? Ja. Jetzt. Der will er nicht. So. Okay. Achtung. Genau, also wir stellen hier vorne ab. Okay, gut. Okay. Okay. Hast du? Und hoppi. Ja. In jedem Fall wird die Laibung oder Maueröffnung bei der Demontage der Tür beschädigt. Sollte euer Flur tapeziert sein, dann schneidet ihr jetzt in den Wandecken über der Tür vorsichtig die Tapete ein. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier auch an diese Montageanker. Ja. Naja, wissen wir schon, wie es dann laufen wird. Was denn? Müssen wir mit einem Winkelschleifer ran? Genau, den Schaum durchschneiden und dann darfst du einmal durchtrennen. Sehr gut. Hier auch einmal. Also das Schaum wegsägen macht richtig Spaß. Ja, verstehe ich. Aber sei schön vorsichtig, ne? Nicht, dass wir danach da irgendwie nachputzen müssen. Ja, ja. Merkst du dir das mal? Ja, jetzt kommt das große Gerät. Ich säge jetzt den Türrahmen ein, damit wir nachher den Türrahmen Stück für Stück demontieren können. Jetzt durchtrenne ich die Maueranker. Jetzt mit der Schwelle weitermachen, ne? Ja, perfekt. Ready? Ja. Okay. Und da kommt schon. Perfekt. Bitte? Ja, kann ich nehmen. So. Einmal hier nochmal sauber machen. Ja, Montage haben wir unseren Rest Silikon weg. Aber always wear protection. Always, ja. Always. Also die Maueröffnung ist jetzt fertig. Ah, perfekt. Dann können wir jetzt ja die Beschläge montieren. Okay, fangen wir an mit dem Innendrücker und dann kommt der Stoßgriff. Perfekt. Schon mal ein bisschen fest. So, jetzt kommt noch die Abdeckung. Genau, darf ich das kurz geben? Genau, und die macht gleich Schnapp. Okay, ist fest. Dann kommt der hier. Soll ich das vielleicht? Ja. Komme ich ganz gut ran. Ja, arbeitsfreundlich. Sind sehr entgegenkommend. Sehr. Ja, und nicht so viel Umdrehung.
Okay, Susanne, kannst du mal trotzdem einmal ziehen? Ist ja, fest, oder? Wackelt nix. Sehr gut. Okay. Dann. Ja. Können wir jetzt die Tür rausnehmen? Ne? Tür rausnehmen und dann können wir den Rahmen einbauen. Na dann. Handschuhe. Ja, nicht vergessen. Du hältst es? Ja. Okay. So, dann hier einmal auf. Du hast den ja, Rahmen. Ja, ich halt fest. Ja, perfekt. Dann jetzt hier auf unser Brett abstellen. Okay, ich heb raus, ja? Jo. Okay. Super. Der kommt einmal zurück. Ja. So. Lass nicht fallen. Nein, nein, nein. Pass auf, ich heb's dir einmal so an, dass du da besser drunter greifen kannst. Danke. Sehr gerne. Okay. Okay. Ja? Okay. Perfekt. Liegt. Sehr gut. Super. Dann kann der Rahmen jetzt rein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Tür, genauer den Rahmen, mit der Wand zu verbinden. 4 Systeme sind dabei gängig und es richtet sich je nach Wandbeschaffenheit, welches ihr dafür wählt. Da gibt es zum Beispiel die reine Schraubenmontage mit Schraube und Dübel. Heutzutage verwendet man in der Regel Betonrahmenschrauben, die ohne zusätzlichen Dübel den Rahmen mit der Wand verbinden. Kommt ein Wärmedämmverbundsystem zum Einsatz, dann müsst ihr aufpassen, denn die Schrauben dürfen das System nicht durchstoßen. Nur noch mal zur Kontrolle. Lass uns einmal bitte überprüfen, dass der Boden hier auch wirklich gerade ist. Okay, ich nehme dir mal das Vlies weg, dass das auch das siehst. Messen wir nicht mit. Nee. So. Also hier sieht das gut aus. Ja. Geht uns ja nur darum, dass die Tür nicht schleift oder dass wir die nicht höher setzen müssen. Ja. Hast du? Ja. Okay. So, warte. Lass mich einmal ein bisschen runterkommen. Warte, ich mach. Achtung, Decke! Ja? Du musst noch ein bisschen weiter rein. Ja, Sekunde, schau mal. Einmal rangeschoben. Okay. Und? Also hier schließt es super ab. Ja. Hier auch. Ja. Und hier ringsrum, diese 1,5 cm haben wir auch. Super. Ja. Wir haben hier außen noch kleine Abstände, aber das wird dann durch das Dichtband auf jeden Fall überbrückt. Genau. Ja? Okay, mein Vorschlag: Wir holen jetzt Böcke, dann legen wir den Rahmen darauf und dann können wir das Dichtband drauf machen. Gut. Das Multifunktionsdichtungsband übernimmt gleich mehrere Aufgaben, die früher von Foliendichtbändern und Schaum übernommen wurden. Da musste man dann auf dem neuen Türrahmen erstmal Foliendichtbänder anbringen, dann hat man den Rahmen ausgerichtet, fixiert und befestigt. Anschließend wurde dann verschäumt, das Foliendichtband mit Dichtkleber an der Leibung verklebt. Und am Ende musste die Leibung komplett verputzt werden, damit man das Dichtband nicht mehr sieht. Das geht mit einem Multifunktionsdichtband erheblich leichter. Das diffusionsoffene Multifunktionsband passt sich zunächst einmal hervorragend an die Oberflächenbeschaffenheiten an. Es expandiert, das heißt, es geht nach der Befestigung auf. Damit dämmt es nicht nur und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, sondern fixiert genauso gut wie Schaum den Rahmen in der Maueröffnung. So sparen wir uns ganze 3 Arbeitsschritte im Vergleich zu älteren Montagevarianten. Dann noch zum Compriband. Das kommt zum Einsatz, wenn ein Versatz in der Türleibung vorhanden ist, zum Schutz vor Regen oder Ungeziefer. Es gibt, wie beim Multifunktionsdichtband, verschiedene Breiten, die zur Größe des Versatzes passen. Durch den Expansionseffekt gleicht das Unebenheiten aus und wird nach kurzer Zeit fest und schlagregendicht. Denkt daran, dass das Dichtband stark aufquellen wird, um später die Unebenheiten zum Mauerwerk zu überbrücken. Daher empfiehlt es sich, das zügig aufzubringen und den Rahmen direkt zu montieren. Wichtig dabei ist aber, dass auch hier wieder der Untergrund fettfrei und staubfrei ist. Das nächste Stückchen. So. Okay. Okay. Super. Wie das schön. Sitzt. Perfekt. Hier kommt jetzt das Dichtband. Mhm. Da müssen wir aufpassen, es gibt eine Innen- und eine Außenseite, nämlich die Feuchtigkeit soll ja aus dem Haus raus, aber nicht von draußen ins Haus rein. Sehr gut. Okay. Und das können wir ja bei der Montage dann später einfach mit umlegen. Genau, es wird dann so umgeklappt. Als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit haben wir hier noch eine Bitumbahn verlegt. Dann kann jetzt der Rahmen kommen. Richtig. Ja? Probiert der entgegenzukommen. Langsam, langsam. Okay. Sehr schön. Okay. Ach, herrlich. Ja. Und richtig ran. Ja.
Hier sitzt das ordentlich drin. Ja. Die Ausrichtung des Rahmens ist ein weiterer entscheidender Schritt. Nach dem Einsetzen des Türrahmens muss dieser akribisch mit einer Wasserwaage unter Zuhilfenahme von Distanzplatten oder Montagekeilen ausgerichtet werden. Das gilt insbesondere bei Kunststofftüren, da diese tendenziell etwas instabiler sind als beispielsweise Alutüren. Wir verschrauben jetzt den Rahmen mit der Wand. In unserem Fall hat der Hersteller den Rahmen schon vorgebohrt. Das sind diese Löcher hier. Es gibt aber auch Hersteller, bei denen müsst ihr die Bohrlöcher selbst setzen. Achtet in diesem Fall ganz besonders auf die Montageanleitung, denn sonst könntet ihr eventuell die thermische Trennung durchbohren. Du bist bereit fürs Bohren? Ja, ich habe alles. Dann würde ich noch mal kurz kontrollieren, okay? Bitte. Achtung. Ja. Okay. Unsere Wand hier besteht aus Porenbeton. Es kann aber auch sein, dass eure Wand aus Lochziegeln besteht und dann müsst ihr einfach mit einer längeren Schraube arbeiten. Gut, mein Plan wäre, einmal schön sauber machen und dann können wir die Tür einhängen. Okay, super. Okay, damit wir die einhängen können. Ja, genau, zum Test, ob auch alles passt und schließt und gerade ist. Okay, ich folge dir einfach mal. Unauffällig, so, ja. Susanne. Ja. Genau, komm her, nirgends andotzen. Ja, warte. Okay. Ich komme dir mal entgegen. Ich nehme mal den Fuß. Mal die Tür an. Susanne, kannst du mal die Luftkissen holen? Ich hol die mal. Steck mir einmal den drunter. Ja, da auch. Hier kommt der zweite. Okay, puste mal. Ja. Bisschen mehr. Okay, gut. Reicht. Okay. Und wenn du dir jetzt langsam die Luft rauslässt. Ja, komm. Ah, nice. Ob eine Tür sauber schließt, das hört man am Klang. Wir wechseln mal und du machst mal zu. Okay, einmal Soundcheck. Also ganz düsement. Na klar. Wie Maybach. Ja, und wie wir hier sehen, die Spaltmaße sind absolut perfekt. Und wenn dem nicht so wäre, dafür hat unsere Tür dreidimensional verstellbare Bänder, die man einfach mit dem Inbus justiert. Wir haben die Lücke hier mit Fermacell zugemacht und darunter haben wir Dichtband für unsere Anschlussfuge. Und mit dem Bodeneinstandsprofil haben wir genug Platz für den Aufbau unseres Bodens. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr eure Haustür noch durch andere Komponenten ergänzen. Das kann zum Beispiel ein elektrischer Türöffner sein, wenn man mit dem schweren Paket reinkommt, ein Obertürenschließer, wenn mal wieder vergessen wird, die Tür zuzumachen, oder auch eine LED-Beleuchtung für diejenigen, die spät abends nach Hause kommen. Die Tür ist drin, jetzt werden die Ausbesserungsarbeiten gemacht und bitte nicht vergessen, alles schön abkleben. Das ist ordentlich, Susanne. Hallo? Das ist mein zweiter Vorname. Bei größeren Beschädigungen bringen wir eine Haftemulsion auf und bessern die Schadstellen mit Zement und Kratzputz aus. Beim Verputzen und Verspachteln haltet ihr die Trocknungszeiten ein und schleift am Schluss noch einmal drüber. Die innere Fuge hier, die decken wir jetzt hier mit so einer Abdeckleiste ab. Und das Coole ist, beim Hersteller könnt ihr die in Material und Farbe eurer Tür bestellen. Jetzt wird grundiert und wenn alles getrocknet ist, wird drüber gestrichen. Jetzt muss der fixierte Rahmen nur noch abgedichtet werden. Und zwar innen mit Acryl und außen mit Silikon.
Reinigen der Alu-Eingangstür verwendet ihr Wasser, ein pH-neutrales Reinigungsmittel und einen weichen Putzlappen. Bewegliche Teile des Beschlags ölt oder schmiert ihr einmal im Jahr am besten mit einem säurefreien Öl ein. Die Tür ist drin. Hat euch das Video gefallen? Dann freuen wir uns über ein Like und seid beim nächsten Mal wieder dabei im Bauhaus-Workshop. Tschüss!